Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, dieses Mal machen wir tatsächlich mal endlich den Raytracer und ja, letztes Mal haben wir die Kamera so weit fertig gekriegt, dass wir zumindest mal unser Sichtfeld haben und jetzt können wir hier diese schöne Trace-Funktion schreiben und dadurch wird dann das neue Bild generiert, das wir hier im Output drin haben. Gut, ich hoffe, ich muss euch nicht alles nochmal erklären und ihr wart die letzten paar Videos dabei, deswegen fangen wir gleich an. Im Raytracer, also im Trace selbst, wollen wir natürlich jeden Pixel einzeln berechnen. Das geht schwierig anders, denn sonst haben wir hier einen Pixelsalat und das wäre nicht so cool. Das heißt, wir brauchen hier erstmal zwei Vorschleifen, also i kleine, einmal die Breite durch und lass mich das erstmal kurz fertig schreiben. So, und dann kopiere ich mir das Ganze und ja, natürlich. Und dann haben wir hier die Länge durch. Also die Höhe, besser gesagt. So. Wir müssen hier natürlich J erhöhen. Okay. Und hier muss natürlich auch J hin. So. Das sind dann übrigens diese berühmten Copy-Paste-Fehler, die passieren, wenn man irgendwelchen Code schreibt. Da muss man echt vorsichtig sein. So. Ja, jetzt wollen wir zunächst einmal zwei Double-Werte berechnen, die uns quasi sagen, auf welcher Höhe bzw. welcher Breite wir das Ganze, wir diesen Pixel nehmen wollen. Und das wäre dann einmal der Double U. Und deswegen habe ich noch Klein U genannt. Ihr erinnert euch noch, in der Kamera haben wir ein Groß U und ein Groß V und hier haben wir jetzt ein Klein U und ein Klein V. Groß waren die Vektoren, klein sind die, ja, die Doubles. Gut, also wir gehen zunächst einmal nach links, ganz nach links an das Bild. Deswegen holen wir uns dieses L. Ja, und das gibt uns dann quasi ganz links zurück. Das bedeutet, wir kriegen den linken Rand zurück. Das heißt, wir fangen aber auch beim linken Rand an. So, und dann sagen wir hier drin, okay, Kamera.get rechts minus get links. Ah, ja, gut, Kamera.get links. So. Und das müssen wir alles in Klammern setzen. Das habe ich hier schon getan. Und dann multiplizieren wir das mit i. Ihr erinnert euch, i läuft hier durch die Breite durch. Also sagen wir hier einfach i. Und wir sagen hier plus 0,5. Und warum machen wir das? Weil wir nicht an den linken Rand vom Pixel wollen. Sprich, wir wollen nicht, also wenn das jetzt hier euer Bild ist und das hier sind die Pixel, wir wollen nicht hier messen. Also wenn das jetzt hier ein Pixel ist, dieses Feld hier oben von dem Tab. Wir wollen nicht hier messen, sondern wir wollen in der Mitte messen. Und deswegen sagen wir eben hier, wir machen i plus 0,5. Und dann müssen wir das Ganze natürlich noch durch die Breite teilen, da wir zweimal die Breite rein addiert haben am Schluss. Ich erkläre es euch gleich genauer. So, wenn wir dieses durch die Breite teilen hier nicht machen, dann haben wir hier Kamera.getr minus Kamera.getl ist natürlich auch schon einmal die Breite drin. Und i wird später auch mal so groß wie die Breite sein. Sprich, wir haben hier zweimal die Breite drin und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wollen wir, machen wir das hier nur mit einem. Also wir wollen quasi nur einmal die Breite rein haben, maximal. Das heißt, wir gehen nach links und addieren maximal einmal die Breite drauf, und sind dann natürlich am rechten Rand. Das heißt, wir gehen einmal von ganz links nach ganz rechts durch mit diesem U-Vektor hier. So, ziemlich ähnlich ist das für den V-Vektor. Im Prinzip hätte ich fast Copy-Paste machen können, aber ich muss hier natürlich noch ein paar Sachen anpassen und so ist es immer besser. So, dann sagen wir hier. Achso, übrigens, der Compiler beachtet natürlich Punkt vor Strich, falls ihr das vergessen habt. Deswegen habe ich da hinten dran keine Klammern gesetzt. So, also wir wollen von oben nach unten gehen. Deswegen sagen wir hier get top und hier get bottom. Kamera.get top, abgezogen davon. Ja, hier machen wir auch noch ein paar Leerzeichen rein, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. So, J plus 0,5. Teilen das Ganze wieder durch Output.Höhe. Perfekt. So, okay. Jetzt haben wir diese zwei Koordinaten und jetzt wollen wir einen Vektor bestimmen, nämlich der Vektor, der uns genau dort drauf zeigen lässt, also auf unseren Zielpunkt. Bisher haben wir ja bloß unsere Blickrichtung gehabt mit diesem Vektor View, den ich eingezeichnet hatte in der letzten Skizze.
dieses Mal wollen wir tatsächlich den Vektor haben, der uns auf das Pixel führt. Denn wenn das Bild ganz nah vor unseren Augen ist, dann ist es natürlich weiter oben oder weiter unten. Da verändert sich der Strahl schon mal ein bisschen. Und ja, jetzt wollen wir natürlich hier den Vektor dafür haben, also den Sichtvektor sozusagen zu dem Pixel. Und dazu muss ich hier im Vektor 3D noch eine zweite Add-Methode einbauen. Wir haben hier einmal diese Public Void Add und die kommt hier mit einem Vektor und verändert aber den aktuellen Vektor. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier tatsächlich auch noch die Möglichkeit haben, einen Vektor zurückzugeben. Vektor 3D. Und wir lassen die Funktion einfach Add genannt und sagen hier Vektor 3D. Ups. Ah, so. Und haben ein Problem. Ja, wir müssen noch was zurückgeben natürlich. Okay, wir sagen hier einfach ein neuer Vektor. Return new Vektor. Ohne m bitte. So, a.x plus b.x. Zweite Koordinate ist a.y plus b.y. Und die dritte Koordinate ist a.z plus b.z. Genau, so. Jetzt haben wir hier einfach einen neuen Vektor zurückgegeben und nicht den aktuellen verändert, aber wir können trotzdem dieselbe Methode benutzen. Wir müssen hier einfach nur zwei Parameter angeben. Ist ja auch nicht schlecht. So, wir wollen jetzt hier das zum Beispiel mit einem Eye-Vektor aufrufen oder sowas, also mit dem Auge. Und wir wollen das Auge ja selbstverständlich nicht verändern, wir wollen aber den Vektor trotzdem zurückbekommen. Das heißt, wir brauchen diese Methode auch. Gut, also sagen wir jetzt hier mal Vektor 3D, ich habe ihn S genannt. Und den bekommen wir, indem wir einfach sagen, okay, wir nehmen uns das U, Kamera.getU. Und multiplizieren darauf ein Skalarmultiplikation mit klein u. So, deswegen die Bezeichnung mit diesem u und mit dem u da drüben, deswegen sind die so ähnlich. Also wir multiplizieren dieses klein u auf das groß u drauf. Und dann wollen wir das Ganze auch drauf addieren. Punkt add. Achso, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier zwei Vektoren angeben müssen. Obwohl wir eigentlich nur einen benutzen. Wir könnten hier auch list benutzen. Ich würde sagen, wir lagern die tatsächlich mal aus in unser util, dann kommt die Klasse auch endlich mal zum Einsatz. Und man kommt nicht so leicht durcheinander. So, public static Vektor 3D add. So, jetzt haben wir das. Gut, gut, dann nehmen wir hier eben die util.add-Methode. Da muss man dann einfach nur noch util.add schreiben. So, das wäre unser erster Vektor hier. Also, das ist ein Teil des Vektors und jetzt kommt der zweite Teil des Vektors. Hinten dran kommt ein Semikolon und natürlich eine Klammer zu. Ja, wir haben als zweiten Teil dieses Vektors ziemlich ähnlich wieder. Wir nehmen Kamera.getV und addieren darauf als Skalar. Multiplizieren als Skalar, Entschuldigung, nicht addieren. Klein v drauf, das heißt quasi wieder genau dasselbe wie hier vorne, nur für die Höhe. So, und dann wollen wir noch was drauf addieren und deswegen werde ich diese Methode hier drin auch noch überlagern. Oder überladen, um genau zu sein. Nämlich mit noch einem dritten Vektor. 3D. Na, Großschreibung aktiv, furchtbar. Okay, ja, und jetzt geben wir hier nämlich einfach zurück. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Util.return util.add mit a und util.add. Vielleicht weiß schon jemand, was es macht. B,C. Wir addieren hier hinten b und c drauf und dann addieren wir hier vorne auf b und c nochmal a drauf, sprich wir kriegen die Addition von drei Vektoren. Sehr cool. Das heißt, wir können hier ganz einfach noch einen dritten Vektor hinten dran rechnen lassen, ohne irgendwie große Probleme zu kriegen. Und das wäre dann in dem letzten Fall die Kamera. Punkt. Und dann get WD negated. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, was der genau war. Das war einfach dieser Faktor, dass wir den Abstand noch vernünftig einberechnen. So, das wäre jetzt die Berechnung von dem Vektor, der quasi uns die Richtung angibt,
in die wir gucken auf den aktuellen Pixel. Jetzt haben wir aber gesagt, für Richtungen müssen wir immer alles normalisieren. Und deswegen nehmen wir hier uns einen Vektor dir für Direction und sagen s.normalize. Ups, da fehlt ein Gleichheitszeichen natürlich. So, nochmal kurz zur Information. Normalisieren bedeutet, wir kürzen oder strecken den Vektor auf die Länge 1, sodass alle Koordinaten die Länge 1, also addiert die Länge 1 haben. Gut. Ja, und ich glaube, wir machen hier auch schon tatsächlich wieder Schluss. Und morgen geht es dann weiter mit dem Raytracing. Also mit dem tatsächlichen Raytracing hier unten. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns morgen. Bis dann, ciao, ciao.